Willkommen zurück zu Lilianas Lied. Dragon Age 1. So, ich habe jetzt mal die ganzen Sachen verteilt, Talentpunkte, Attribute, Taktiken und so weiter. Hat eigentlich nicht mal so lange gedauert, wie ich dachte, weil das meiste war sogar schon vergeben. Ich musste mich nur noch ein bisschen spezialisieren und die Talente ein bisschen auf der Leiste hier unten ein bisschen verschieben, aber ist an sich nichts Problematisches gewesen. Hätte ich mir länger vorgestellt. Ich habe mich allerdings entschlossen, nicht Lilianna selbst zu spielen. Sie wird vom Computer gespielt, es sei denn, ich muss mal. Also ich muss sie mal spielen. Ich werde, weil ich es ja am meisten gewohnt bin, mit Sketch spielen. Einem Magier. Aus der Perspektive komme ich am besten klar. Für mich. So, dann wollen wir mal. Es ging wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, wir sollen ein wenig Unruhe stiften hier in Denerim. Na gut, dann gucken wir mal. Na, diese Kirche kann ich mich sehr gut erinnern. Oh, da hätten Glitzer los. Was ist das denn? Sammelteller. Ja. Ja. Ist das dein Ernst? Du vergreifst dich an den Almosen? Wenn ihr Erbauer das bisschen vermisst, hat die Wohin Kirche geht größere es jetzt? Probleme. Okay, anscheinend ist Nach Liliana Schwellen eine schöne. zu diesem Zeitpunkt Da noch ist nicht eine so Art Lager. gläubig. Ich frage mich, wer hier wohl was verstecken wollte. Manche Leute schätzen ihre Privatsphäre. Ja. Beutel der Gemeinde der Magier. Oh, Magier verstecken hier was. Interessant. Notiz der Gemeinschaft. Eine kurze Notiz, ein Hinweis auf den Fundort eines versteckten Lagers gibt, das zur Bezahlung irgendeiner Belanglosigkeit angelegt wurde. Eine Gemeinschaft von Magiern? Wusstest du davon, Sketch? Sie sind bedeutungslos. Meistens jedenfalls. Dann wird es ja auch niemanden stören, wenn wir den Hinweisen folgen und uns bedienen. Ja, genau. Wir sind auf maximalen Profit aus. Wir sind nicht umsonst eine Diebin. Wir dürfen das. Bleibt immer schön freundlich. Diesmal. Die Wachen haben noch keinen Grund, Jagd auf uns zu machen. Wir spielen ja hier nicht unseren edlen grauen Wächter Sai, sondern wir spielen hier ein paar Diebe. Verstanden. Ein Seidenteppich. Ja, gut. Nehmen wir mit. Warum auch nicht? Oh, ich sehe schon die Questmarker da hinten an der Kiste. Schnell jetzt. Hier sind aber so viele Wachen. Egal. Ranwalds Reliquien, als hätte er sie gefunden. Oh, wir können die Reliquien stehlen. Aus Tevinter. Hui. Ja, nehmen wir mit. Das sind ja unsere Schmuckstücke aus dem Norden. Ja, gut, dann haben wir die eingepackt. Hat anscheinend auch keine Wache gesehen. Da kommen Klingt, als sie! hätte Marjolaine jetzt hier gefunden. Also gut, Macht dann stellen wir hier mal alles auf den Kopf. So viel dazu. Der Sturm kam wohl nicht durch. Na ja, genau, sind raus. Und wieder frisst einer Dreck. Wo ist der denn hin? Bleib hier. Das ist das einzig Wahre. Tja, jetzt sind die Wachen wohl hinter uns her. Sehr schön. Immer her mit ihnen. Kriegst du denn nie genug? Nein. Nein. Das werde ich. Krieg nie genug. Na gut, ich meine, wenn die uns gesehen haben, da mussten wir jetzt durch. Ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich sicherlich auch gegangen, wenn man mit zum Beispiel Liliana ins Dorf gegangen wäre. Dass man das Ganze auch ungesehen hätte machen, schaffen können, aber. Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Orlais. Man merkt, ich bin auf Ärger aus. Was ist das denn? Ich kann die Sachen, die ich gerade geklaut habe, hier wieder reinlegen? Ich nehme erstmal die Kostüme. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Na gut, und legen wir mal die Antiquitäten dabei. Da wird er einiges zu erklären haben. Ach so. Es ist nicht ganz so hübsch, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, Vielleicht natürlich. fällt uns für diese Dinger etwas Besseres ein, als sie einfach wieder zu verkaufen.
Du könntest die Waren gegeneinander austauschen. Die Händler werden nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig zu beschuldigen. Ach, wie kindisch. Genau das wollte ich gerade sagen, Tuck. Das wird am nächsten Morgen ein ziemliches böses Erwachen für die Magier, für die Händler hier geben, wenn die ihre Stände öffnen wollen und feststellen, oh, mein Konkurrent hat meine Ware, wie kommt der denn daran? Gleich mal die Stadtwache informieren. Diebe! Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Dann nehmen wir hier mal den pharrellischen Schmuck heraus. Oh, das ist Totenschmuck. Okay. Und tun die Kostüme hier ran. Ich bezweifle, dass er noch viel Zeit für Erklärungen haben wird. Naja. Das muss uns ja nicht interessieren. Okay, jetzt haben wir hier noch den Schmuck geklaut und wenn wir jetzt den Schmuck hier noch da drüben wieder reinpacken, ich glaube, dann ist das Chaos perfekt. Mal sehen, was wir für diesen Renwald tun können. Wir können ihn dem Schmuck hier ablegen. Ich bin gespannt, wie er erklären will, was sie in seinem Laden machen. Ich ja. Das arme Denerim wird im Chaos versinken, wenn der Markt öffnet und sich alle gegenseitig des Diebstahls bezichtigen. Die Kerle sind ein leichtes Ziel. Da hinten kommen neue Stadtwachen. Legen wir uns gleich mal mit ihnen an. Verstanden. Da kommt die Verstärkung. Mach sie fertig! Dann könnt ihr hinterher! Das werde ich. Das Licht soll dich holen! Okay. Die sind ja keine sehr große Herausforderung. Was ist denn hier am... Ah, da hinten ist auch noch einer. Und wer ist das? Was ist denn da los? Wache und... Das kann ich nicht lesen. Das ist zu klein. Da ist ja unser Adliger. Ich wusste, dass irgendetwas faul ist. Ben Perrin. Lasst sie nicht in meine Nähe. Okay. Spüren wir mal einen kleinen Sturm hinauf. Denn innerhalb des Sturms bin ich ziemlich sicher. Ich weiß, das ist man auch nur, während man auf einer niedrigen Schwierigkeitsstufe spielt. Auf höheren Schwierigkeitsstufen grillt man sich hier in dem Sturm nämlich selber. Aber wäre es zu niveaulos, ihn zusammenzuschlagen? Das Einzige, was Adeligen wirklich wehtut, ist, wenn man auf ihrem Ruf herumkrabbelt. Na dann, gucken wir mal, was wir haben hier. Der bewusstlose Ban. Mitteilung an die Kirche. In dieser was? Ich muss mal eben näher an den Bildschirm ran. In dieser Belobigungsschrift dankt die Kirche Ben Perrin für seine beständige moralische Integrität und Großzügigkeit. Sie freut sich außerdem schon auf seine nächste Spende. Ach, da war wohl jemand sehr spendabel. Was ist das? Was? Fragwürdige Unterkleider? Was? Trägt der Frauenunterwäsche? Diese Unterbekleidung verfügt über eine unanständige, mit Spitzen verzierte was? Schamkapsel? Die sowohl einschränkend als auch vergrößernd wirkt. Ach so. Dieses Kleidungsstück ist der Gipfel der Anstößigkeit. Nur in intimster Gesellschaft vorzeigbar. Hui. Was die Leute hier nicht alles tragen? Wir sollen ihn seiner Würde berauben, nicht seiner Sachen. Wenn wir sie an einem amüsanten Ort hinterlassen, ist das ein und dasselbe. Ich bin dafür, wir ziehen es dem Zwerg an. Zack, zieh die Spitzenunterwäsche an. Nee. Was haben wir hier noch? Da liegt noch... Oh, nehmen wir mit. Bringt zwar nicht viele Silberringe, aber naja. Ist ja lustig. Ist ja lustig. Aber was machen wir mit... Leiten, komm, machen. Den gehen wir jetzt mal entspannt aus dem Weg. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hier muss da noch was... da sind noch mehr Wachen. Und dieser andere Charakter vom Anfang, der lacht hier irgendwo, der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Aber ich sehe ihn nicht. Das Mädel. Irgendwas mit M. Mario... Mario Hanna? Nein. Mario... Ach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ich habe nicht genau hingeschaut. Im Anfang stand das ja, die standen die ganzen Namen. Was ist denn hier los? Oh, Marjolaine war so hart zu ihrem armen Hauptmann. Ich frage mich, ob ich das vielleicht noch steigern kann.
Wenn du dich schon in ihre Privatangelegenheiten einmischst, dann solltest du auch dafür sorgen, dass es sich lohnt. Marjolaine hieß sie, genau. Wer ist das hier? Ha, der Hauptmann der Wache. Iams. Oh, das werde ich. Es wird so aussehen, als hätte er sich im Dienst betrunken. Ja. Nicht schlecht für den Anfang. Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Ach, das ist der, der weggelaufen ist. Und der ist hier wohl hier hinten umgekippt. Und das K.O. Oh, wir können ihm die Spitzenunterwäsche anziehen. Super. Ich bin mir Schande. Ziemlich sicher, dass das nicht den Vorschriften entspricht. Nee, ich glaube auch nicht, dass das die... Naja... normale Kleidung eines Soldaten sein sollte? Nicht nur, dass er im Dienst umkippt, nein, er hat auch noch äußerst fragwürdige Dinge bei sich. Das ist wirklich eine Schande. Es Richtig. Ist zumindest ein Anfang. Ein Anfang, sagt sie. Tja. So, die Karte sagt aber auch nicht mehr viel mehr. Kreuzer. Magierlager markiert. Achso. Okay, dann sollten wir da vielleicht mal... ein bisschen näher hingucken. In die Richtung. Na, ich dachte mir schon, dass ich irgendwas vergessen habe. Da hinten sind Wachen. Ich weiß nicht, ob ich da wieder zurück will. Ach, na gut, komm her. Macht sie fertig! Fragen könnt ihr hinterher! Samgarak! Na, der hat's ja nicht lange geschafft. Oh, noch mehr. Das, was ich gerade gecastet habe, der heldenhafte... was war das? Heldenhafte Angriff. Der caste ich immer auf Liliana. Ich meine, das ist am effektivsten. Verstärkt ihren Angriff. Leider kann ich Liliana nicht so spielen, habe ich gemerkt, wie ich es in Origins gewohnt bin. Nämlich, dass ich sie als Bogenschützin agieren lasse. Denn sie hat leider weder einen Bogen dabei gehabt, noch Pfeile. Hm, naja. Ah, da war doch was. Gemeinschaft der Magiermarkierung. Noch ein Hinweis. Mein Dank an die Gemeinschaft. Hip. Aber da war noch einer irgendwo. Ne, zwei sind es noch. Da hinten noch. Und da oben, wo sowieso noch ein Questmarker ist. Okay. Dann gehen wir hier richtig. Natürlich mit neuen Waren. Hätte ja auch zu einfach werden können. Macht sie fertig! Fragen könnt ihr hinterher! Ja. Gut. So viel zu den Wachen. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Irgendwie scheinen die den Schwierigkeitsgrad angezogen zu haben im Vergleich zum PlayStation 3 Spiel zur Version. Die haben erstens die künstliche Intelligenz verbessert auf PC und den Schwierigkeitsgrad angezogen. Noch ein Hinweis. Das merkt man. Mein Dank an die Gemeinschaft. Was natürlich jetzt nicht sonderlich extrem schlecht ist. Ich finde es gut. Denn in der PlayStation-Fassung waren die wirklich teilweise zu dämlich. Die sind Ewigkeiten zum Beispiel... Ah! Ein Magier. Nicht mehr lange. Der hat sogar einen ganzen Golem mitgebracht. Au! Schnell mal heilen, sonst sieht es schlecht aus hier. Das werde ich. Meine Lieblingsbeschäftigung. Oh oh. Shit. Geht doch mal auf den Magier rauf. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wir ziehen das mal raus. So. Und geben ihm auch noch einen. Und ziehen den ebenfalls mal raus. Sonst lose ich ja hier ab. Ah, prima. Dummerweise ist Sketch zuerst gestorben, obwohl er mein Magier ist. Was willst du denn? Sterben.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen Gruppenheilung hier. Genau. Und damit verabschiede ich mich auch schon mal für diese Folge. Bis zur nächsten Folge.